Es gab vor vielen Jahren einen bekannten Spruch einer Einzelhandelskette: Geiz ist geil. Damit sollte der Kaufrausch mit scheinbar günstigen Preisen angeregt werden. Ich habe keine Ahnung, ob das Konzept aufgegangen ist, aber der Werbeslogan hat sich durchgesetzt. Den Satz kennt so ziemlich jeder und selbst auf Wikipedia findet man einen Eintrag dazu. Doch die Grundhaltung hinter diesem Werbespot ist eindeutig unbiblisch und unethisch. Denn im Buch der Sprüche, Kapitel 11, Vers 6, lesen wir: Die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten, aber die Treulosen werden gefangen durch ihre Gier. Salomo will seinem Sohn sagen: Wer immer mehr haben will, hat am Ende nichts. Das ist der 22. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche. Schauen wir uns diesen Vers im Kontext an. Was heißt denn zunächst, die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten? Im Kontext steht hier in Kapitel 11: Hochmut zieht Schaden nach sich, ein weiser Mensch ist aber bescheiden. Ehrlichkeit leitet den Aufrichtigen auf seinem Weg. Ein Unehrlicher zerstört sich selbst durch seine Falschheit. Und Reichtum bewahrt nicht vor Gottes Zorn. Wer aber Gott gehorcht, bleibt vor dem Verderben verschont. Wer sich nach Gottes Geboten richtet, dem ebnet sein Gehorsam den Weg. Aber einen Gottlosen bringt seine Sünde zum Fall. Und in Vers 7 lesen wir: Mit dem Tod eines Gottlosen sterben auch seine Hoffnungen. Alles, worauf er sich bisher verlassen hat, hilft ihm dann nicht mehr. Es wird ja sehr deutlich, dass mein ganzes Hab und Gut zu guter Letzt oder am Lebensende mich nicht rettet. Und es wird mir zum Verhängnis, wenn ich auf unehrliche Weise zu diesem Besitz gekommen bin. Deshalb sagt Salomo: Achte auf einen richtigen Umgang mit anderen. Hab Respekt vor der Würde des Nächsten. Der Arbeiter ist seines Lohns wert, ist eine biblische und christliche Haltung. Sei gerecht zum anderen, übervorteile niemand, das wird dich retten. Und damit ist nicht gemeint, dass wir uns damit den Himmel verdienen. Das ewige Leben bei Gott kann man nur durch Buße und Vergebung der Sünden durch Jesus Christus bekommen. Aber man kann sich vor der Verurteilung schützen und man kann sich einen Lohn im Himmel verdienen durch den richtigen Umgang mit anderen. Das lehrt die Bibel. Aber die Gier nimmt den Menschen gefangen. Menschen, die immer nur ihren Vorteil suchen, Menschen, die keine Freigebigkeit kennen, Menschen, die immer mehr haben wollen, haben am Ende nichts. Bekanntlich hat das Todeskleid keine Taschen. Wir nehmen nichts an irdischen oder materiellen Gütern mit in die Ewigkeit. Deshalb ist Geiz nicht geil. Jesus wurde eines Tages gebeten, als Schlichter in einem Erbstreit zu vermitteln. Rabbiner zur Zeit Jesu übernahmen häufiger diese Aufgabe, deshalb war das nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist die Reaktion von Jesus. Er erzählt eine frei erfundene Geschichte von einem Getreidebauer, der immer mehr haben wollte. Doch dann starb er plötzlich und unerwartet. Und sein ganzes Hab und Gut nützt ihm nichts mehr. Jesus sagt in diesem Zusammenhang: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Paulus wird noch deutlicher, wenn er in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10 schreibt: Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Schnell denkt man da an die Superreichen, die scheinbar nie genug bekommen, oder an die Großgrundbesitzer in armen Ländern, die Menschen ausbeuten und ausnutzen. Aber diese Warnung gilt nicht zuletzt uns allen. Wir leben im reichen Westen und es geht uns mehr oder weniger allen gut. Und Gier ist nicht erst dann ein Problem, wenn man viel hat. Auch Menschen, die wenig oder weniger haben, können geizig und gierig werden. Deshalb ist der Rat von Salomo an seinen Sohn ein guter Rat für uns alle. Wie kann man sich vor Gier schützen? Hier meine drei Tipps. Erstens, sei Gott dankbar für das, was du hast. Denn wer dankbar ist, ist zufrieden. Wenn ich dankbar bin für meine Wohnung, dann bin ich auch zufrieden damit. Wenn ich dankbar bin für meine Arbeitsstelle, dann bin ich auch dankbar und zufrieden. Sag Gott Danke für das, was du hast. Schau dich um. Es gibt Menschen, die so viel weniger haben als du und sie sind dennoch glücklich. Und es gibt Menschen, die viel mehr haben, aber immer noch unglücklich sind. Und drittens, beginne mit anderen zu teilen. Je mehr du abgibst, umso mehr stellst du fest, dass du viele Dinge gar nicht brauchst. Ich habe vor einiger Zeit jemanden überrascht, indem ich ihn in einem Geschäft mitgenommen habe und ihm ein neues Handy gekauft habe. Hätte ich lange überlegt, was ich mit diesem Geld alles hätte für mich kaufen können, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber meine Frau und ich, wir wollten mit jemandem etwas teilen, der aus unserer Sicht das auch verdient hatte. Als wir das Geschäft verließen, hatte ich fast den Eindruck, dass ich mich mehr gefreut habe als die Person, die wir beschenkt haben. Geben ist seliger als nehmen. Das ist ein biblisches und christliches Prinzip. Schenken macht glücklich. Das wissen nicht nur Psychologen. Das lehrt die Bibel.
Ein Mönch bekam eines Tages Besuch von einem Touristen. »Wo sind denn deine Möbel? Das Zimmer ist ja spartanisch eingerichtet«, fragte ihn der Tourist. Sichtlich irritiert schaute der Mönch den Touristen an und fragte zurück, »Wo sind denn deine Möbel? Du bist doch auch nur mit einem Rucksack hier.« Der Tourist lachte und meinte, »Ich bin doch hier auf Durchreise.« Der Mönch lächelte zurück und meinte schmunzelnd, »Ich auch.« Wir sind alle nur auf der Durchreise. Salomo sagt, die Gerechtigkeit der Frommen wird sie erretten. Aber die Treulosen werden gefangen durch ihre Gier. Deshalb, Geiz ist nicht geil. Denn wer immer mehr haben will, der hat am Ende nichts.